Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Star Wars Squadrons und ja, wir sind gerade gelandet hier mit unserem Y-Wing oder wie er schön gesagt hat, Y-Wing. Ich finde das irgendwie cool, die machen hier schon vieles richtig. Ja, und wir haben jetzt hier gar kein Gespräch, kommen wir gleich in die Besprechung. Zunächst möchte ich euch gratulieren. Ihr habt es geschafft, den Sternenzerstörer Vectorum einzunehmen, wodurch wir den Starhawk-Prototypen früher als geplant vollenden konnten. Dankeschön. Und das Imperium tappt im Dunkeln. Sie glauben, dass er sich weiterhin im Bau befindet. Clarissa Carroll wird weiter nach Projekt Starhawk suchen, bis sie es zerstört hat. Es ist an uns, sie aufzuhalten. Dank einer Falschinformation in meiner Nachricht werden wir eine Falle aufstellen. Laut der Falschinformationen beschützt ihr eine Lieferung von Magnetkristallen, die für die Fertigstellung des Starhawks benötigt wird. Mit diesem Köder werden wir Terissa und die Overseer tief in den Savianischen Abyss locken, eine besonders instabile Gegend des Weltraums. Hier werden wir unseren Hinterhalt planen. Keine Sorge wegen des Konvois. Er ist leer und wird von einem Droiden gesteuert. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr alles, was ihm im Weg ist, beseitigen müsst. Vanguard, ich möchte, dass ihr diesen Konvoi mit allen Mitteln verteidigt. Wir müssen dafür sorgen, dass es glaubwürdig aussieht. Okay, machen wir. Euer Ziel ist dieser Engpass. Dort wird der Starhawk warten, um die Overseer lahmzulegen. Und hoffentlich auch, um Terissa gefangen zu nehmen. Es mag simpel klingen, aber nichts im Servianischen Abyss ist simpel. Macht euch auf eine schwere Mission gefasst. Der Servianische Abyss, oh mein Gott, hört sich ja schon mal sehr vielversprechend an. Genau unsere Krakenwand. Wenn Linton recht hat, könnte uns sein Plan Terissa Carroll vom Hals schaffen. Je früher, desto besser, wenn du mich fragst. Linton ist fest davon überzeugt, dass er uns in Gefahr bringt. Ich kann ihn einfach nicht dazu bringen, sich auf das große Ganze zu konzentrieren, solange es um Terissa geht. Der Commander ist ein kluger Mann, aber jeder hat so seine Schwachpunkte. Ich frage mich, ob wir ihre Schwachpunkte auch treffen. Wir gaukeln Terissa einen harmlosen Schaut euch mal seine Jacke an. Sie folgen soll. Mal sehen, wie lange sie sich an der Nase herumführen lässt. Je länger, desto besser. Angeschaut die Ärmel. Als das Imperium Mon Cala besetzte, habe ich gelernt, wie man es leicht in die Irre führen kann. Achtet auf die Ärmel. Solange du harmlos aussiehst, unterschätzen sie dich. Ich habe viel Zeit in der Nähe imperialer Truppen damit verbracht, mich dumm zu stellen. Als Barkeeper oder Straßenkehrer. Leute, die nicht bedrohlich wirken. Und am nächsten Tag habe ich der Rebellion alles mitgeteilt, was ich aufschnappen konnte. Es war nicht leicht, aber ich habe gelernt, geduldig auf die richtigen Gelegenheiten zu warten. Denkt daran, der Zavianische Abyss ist kein Ort für schwache Gemüter. Und Terissa wird auch einige Tricks auf Lager haben. Augen und Ohren offen halten. Habt ihr verstanden? Alles klar. Also jetzt bitte, achtet nochmal auf die Ärmel, okay, und schaut euch dran, wie dick sein Arm hier unten wird. Meine Frage, wie kriegt er den Arm durch den Ärmel? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder das hier ist mega elastisches, super Stretch-Material, ja, dass er hier auch mit diesen Widerhaken, mit den leckeren, die er hier hat, dass er den Arm durchkriegt, wie zieht er sich überhaupt an mit diesen komischen langen Händen? Hier durch. Okay, und dann kommt er hier durch, bleibt mit seinen Widerhaken nicht hängen, ja. Eine andere Möglichkeit, die ich habe, was mir am plausibelsten erscheint, dass er an seinem Ärmel hinten alles mit Reißverschluss hat. Also mit Klettverschluss von mir aus. Dass er so irgendwie angezogen ist, weil normal kann das gar nicht sein. Mit solchen Händen kommst du da nicht durch. Nur mal so. Die Starhawk-Crew? Ist mehr als bereit. Ich habe die Crew selbst ausgesucht, nach Erfahrung und Können. Sie wurde monatelang trainiert. Hervorragend. Ich weiß die Unterstützung zu schätzen, General. Es ist ein guter Plan, Linden. Sei nur vorsichtig. Ich weiß, dass du persönlich mit dem Captain der Overseer zusammengearbeitet hast. Lass dich davon nicht beeinflussen. Moment, General. Tut mir leid. Es passt gerade nicht. Deine Staffel wartet. Okay, alles klar. Ich finde es ja immer... Okay, er redet jetzt mit ihr hier, okay? Wo er hier ist. Ah, die gucken ganz interessiert auch zu. Da oben die ganze Crew. Okay, es werden immer mehr Leute. Alle sind da. Jawohl, alle. Oh, ist ja richtig voll. Und da führt er das Gespräch mit dem General. Vor allen dran, aber ich soll gehen. Okay. Dann bis später. Ich sag ja nur. Soll kein Vorwurf sein. Ich meine ja nur. Frisk, was hast du uns zu sagen?
Der Commander will Terissa also mit einer Falle in die Knie zwingen. Mhm. Das muss mein guter Einfluss sein. Ja. Das Wichtigste an einem Schwindel ist die Glaubwürdigkeit. Wir fliegen in den Savianischen Abyss. Das tut man nur, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt. Oder wenn es das Risiko wert ist. Wie beispielsweise zu verhindern, dass ein Starhawk fertiggestellt wird. Terissa Carroll wagt sich in den Abyss nur, um ein paar Magnetkristalle zu zerstören. Die wird ihr blaues Wunder erleben. Ich bin gespannt, wie unser Starhawk Terissas Flaggschiff bearbeitet. Unsere Ingenieure haben Schweiß und Blut in die Fertigstellung gesteckt. Das ist das Tolle an der neuen Republik. Endlich können wir mit der Stärke des Imperiums gleichziehen. Das wird eine Show. Auf die eine oder andere Art. Wird's definitiv. Und wie Toto Wolff bei der Formel 1 auch gesagt hat, jetzt, ja, frisch, das ist alles ein Krieg der Informationen. Ein Informationskrieg. Wer weiß was über wen, wer kann wie reagieren. Und das, finde ich, haben sie ganz toll gemacht bei der Thrawn-Trilogie, Timothy Zahn. Da geht es ja eben um die, wie heißt sie, Beta-Quelle, Gamma-Quelle, Delta-Quelle, ich weiß gar nicht genau. Ja. Ich habe Geschichten über den Savianischen Abyss gehört. Ganze Flotten sollen darin spurlos verschwunden sein. Unseren brandneuen Starhawk dorthin zu schicken, ist ziemlich riskant. Commander Javes muss vollstes Vertrauen in die Ingenieure haben. Und natürlich auch in uns. Immerhin sind wir diejenigen, durch die die List funktioniert. Ich habe mir mal die Pläne des Starhawks angesehen. Es ist nicht einfach nur ein weiteres Großkampfschiff, sondern eine Verteidigung gegen imperiale Flotten. Jeder freie Zentimeter ist mit Lasern und Munition vollgestopft. Okay. Aber noch beeindruckender ist der Traktorstrahl. Wenn ich die Pläne richtig interpretiere, dann ist der Traktorstrahl des Starhawks 10-mal so wirksam wie der eines Sternenzerstörers. Das wäre unfassbar. Die Magnetkristalle, die im Traktorstrahl des Starhawks verbaut wurden, sind sehr selten. Einige stammen wohl aus dem Sternenzerstörer, den wir eingenommen haben. Meine Familie hat Unsummen von Credits für Magnetkristalle ausgegeben. Es ist wunderbar zu sehen, dass sie jetzt einem guten Zweck zukommen. Dann stellen wir unseren neuen Starhawk mal auf die Probe, oder? Jawohl, Mrs. Sienna. Bereit machen zum Start. Für diese Mission dürft ihr euch einen Jäger selbst auswählen. Ein X-Flügler, Y-Flügler oder A-Flügler. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Seht euch die Pläne an und entscheidet euch. Okay, ja cool, wir können es uns raussuchen. Ist ja voll cool. Jetzt, keine Ahnung, was dafür gut wäre. Also ich mag eigentlich immer gern dann vielleicht tatsächlich den A-Wing, weil der eben so schnell ist. Das heißt schon gut. Ja, aber X-Wing ist halt Allround-Geschichte. Gehen wir dem X-Wing kommen. Und, das passt auch. Was gibt's denn hier noch für Kanonen? Salvenfeuer? Kurze Reichweite? Plaststoß-Laserkanone? Boah, die macht ja richtig Schaden. Die macht ja mega Schaden, aber halt auch nur auf 600 Meter. Kurze Reichweite, du musst die Waffe aufladen. Du nimmst zusätzlichen Schaden beim Aufladen. Oh. Okay. Auch voll doof, oder? Ne, wir nehmen die Standard. Ja, sorry, ich bin voll langweilig. Ich weiß, wir nehmen die Standardgeschichte. Und hier aber dieses andere. Das sind alles die Payoffs, die sind so hoch. Minus 30% Beschleunigung und minus 30% maximale Geschwindigkeit. Also bitte, von mehr Wendigkeit? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das finde ich alles richtig blöd. Und er hat sogar noch eine schlimmere Boost-Verbrauchsrate. Also Boost wird schneller aufgeladen, aber auch wesentlich schneller verbraucht. Das machen wir trotzdem. Das hat uns ganz gut getan. Oh Mann, wie viele Schilde gibt es denn? Also da gibt es dann mehr als genug Auswahl, gell? Schildregeneration. Okay. Oje, oje, oje. Was es hier nicht alles gibt, hä? Schildregeneration, aber maximale Schilde. Wir nehmen einfach Standard. Ja, passt schon, alles gut.
Mission starten. Alles klar, wir haben X-Wing, yeah. Der X-Wing ist halt der Klassiker, ich mag X-Wing gar nichts. Ich krieg einen guten X-Wing. Ja, so ein Y-Wing würde ich jetzt wirklich nur nehmen, dann, wenn es die Mission eben spezifisch fordert, irgendwas wegzubomben. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Gefahren des sowjanischen Abyss nicht übertrieben. Sieh dir die ganzen Blitze an! Theresa Carroll hat offenbar den Köder geschluckt. Ihr Flaggschiff, die Overseer, nähert sich. Viel Glück, Vanguard. Beschützt diesen Konvoi. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Genau, das ist nämlich unser Job jetzt. Haben die ja gesagt, weil der von Droiden gesteuert wird. Du kannst das auch fühlen, oder? Chaos an jeder Ecke. Wir gehören hier nicht her. Ich will nicht sehen, was passiert. Was passiert, sobald der Starhawk die Overseer deaktiviert hat? Dasselbe wie bei der Victorum, vermute ich. An Bord gehen, die Systeme blockieren und die Crew gefangen nehmen. Ich weiß nicht, Grace. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Theresa Carroll ohne Gegenwehr mitkommen wird. Ich hasse die Wolken. Wer weiß, was sich da draußen befindet? Das wissen wir doch. Ein Sternzerstörer mit einem Captain, der uns tot sehen möchte. Wirklich hilfreich, Gunny. Danke. Der Autopilot-Droide des Konvois ist nicht intelligent genug, um durch diese Asteroiden zu fliegen. Dann sprengen wir eben einen Weg frei. Moment, da! Ein Sternzerstörer. Oder was von ihm übrig ist. Er ist wohl schon eine ganze Weile hier. Eigentlich müsste es Theresa Carroll ermutigen. Jemanden wie sie ist das Wrack keine Warnung. Es ist nur eine weitere Verunglimpfung. Wow, das aussieht wie auch ein alter Sternzerstörer, gell? Imperiale Schiffe sind auf dem Radar. Cool, aus den Klonkriegen. Nein! Echt jetzt? Ach, komm! Nein! Schwierigkeitsgrad Sturzflug. Ja, wie wär's mit Story-Modus? Kontrollpunkt neu an. Ja, klar, ja. Sturzflug. Nein, wir haben doch immer Story-Modus, weil ich doch so ein schlechter Flieger bin, deswegen. Also Leute, nochmal. Wow. Da hat uns hier irgendwas erwischt. Okay. Oh ja. Schnapp sie, wir
Oh. Mehrere Thais nähern sich dem Konvoi. Ja, wir schnappen ja schon, Hier. Perfekt. Ja, mach mal. Machen wir. Na komm, du hast deinen Job getan. Perfekt. Oh, oh mein Gott. Sehr gut. Das finde ich halt. Gut aus, gell? Der Sternenzerstörer aus der Klonkriegszeit. Also ohne Spaß. An deiner Seite. Na, jetzt viel Vergnügen beim Durchfliegen. Oh ja. Bam. Traktorstrahl. Ein Danke wirst du von mir nicht hören. Auf jeden Fall cool, wenn wir es direkt zum Engpass schaffen. Nächster Patient. Das hätte anders ausgehen können. Ja, das ist der Ding, was von den Divos gesprochen hat. Britton James und Vanguard, wir haben euch auf dem Radar. Weiters, seid fast in Reichweite. Rakete, beweg dich! Ausgewicht, perfekt. Oh Leute, das ist schwierig.
Ihre Jäger nacheinander ausschaltet, legt sie das ab. Captain Carol an Vanguard stoppen. Es ist vergebene Mühe. Ihr könnt nirgendwo hin. Und ich habe kein Interesse an Gefangenen. Ja, na komm schon, ey. Kann ja nicht warten, dass wir so lange leben. Sauber. Also wir werden jetzt ein paar gute Treffer und vor allem viele. Ich bin noch da. Haben wir es erreicht? Jawohl, wir haben es tatsächlich erreicht. Perfekt. Ha, es hat funktioniert, Titan. Im Navi-Computer des Konvois war der Sektor und das System, nach dem wir suchten. Wir haben sie genau da, wo wir sie haben wollen. Oh ja. Ja, perfekt. So schnell können wir nicht springen. Wir könnten in einem Stern landen oder noch schlimmer. Wenn wir bleiben, in einer Supernova. Wobei es, glaube ich, egal ist, ob man im Stern oder in der Supernova landet. Schluss ist Schluss. Nee, wir könnten in einem Stern landen oder einer Supernova zu nahe kommen. Irgendwie so. Schalten Sie ihn gleich ganz ab. Goldjunge. Das war eine krasse Sache. Naja, wir wissen, dass der Starhawk funktioniert. Er hat die Overseer wie eine Lotratte rumgeschleudert. Gut. Ja. Die verdammten Imperialen haben Vergeltung verdient. Mit Zinsen. Wollen wir nicht einfach einen Todesstern bauen und es schnell hinter uns bringen? Ja, komm schon, Grace. Wir sind immer noch die Guten. Egal. Ah, es sieht gut aus. Die Raumschiffe fliegen halt nicht wie Raumschiffe in echt fliegen würden, aber sie sind cool. Wollen wir es mal hoffen. Sie fliegen wie Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, soll ja auch so sein. So war es ja damals auch gedacht. Von George Lucas. Das war eine nervenaufreibende Mission. Mit so einem engen Asteroidenfeld und so. Boah. Okay, cool. Wir haben. Ja, wir sind abgekratzt. Verflucht nochmal. Mission abgeschlossen. Du hast den Zavianischen Abyss in einem Stück überlebt. Ja, genau. Was man von Theresa Carrolls Flaggschiff hingegen nicht behaupten kann. Wo sich die Overseer befindet, ist unklar. Aber der Schaden, den sie erlitten hat, sollte sie von Project Starhawk fernhalten. Alles klar, Leute. Bitte, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar. Wenn ihr Interesse habt, unterstützt mich. Ich würde mich freuen, weil es doch sehr viel Arbeit ist hier, die Videos zu erstellen. Alles viel mehr, als ich dachte. Man braucht Equipment und was weiß ich. Also, ja, ich dachte immer, man macht das doch relativ flott, diese YouTube-Geschichte. Nein, ist nicht ganz so einfach. Deswegen, ich freue mich über alles, was ihr bieten wollt und könnt. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.